2 mit Nachrichten. Durch starke Schneefälle und schwere Stürme hat sich heute die chaotische Lage im Norden der Bundesrepublik noch verschlimmert. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten sind erheblich beeinträchtigt, weil der anhaltende Schneefall ständig neue Probleme schafft. Bisher hat der Wintereinbruch in Norddeutschland 4 Todesopfer gefordert. In Hamburg starben 2 Menschen, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen je einer. Besonders schlimm sieht es weiterhin in Schleswig-Holstein aus. Das Unwetter kam über Nacht. Es hatte sich mit langem anhaltenden Regen angekündigt, der bei ständig sinkenden Temperaturen bis minus 10 Grad und Orkanböen aus Nordost innerhalb weniger Stunden in dichtem Schneetreiben überging. Von Schnee eingeschlossene Fahrzeuge auf der E4 zwischen Puttgarden und Oldenburg wurden von ihren Besitzern stehen gelassen, weil ein Weiterkommen unmöglich war und Lebensgefahr durch Ersticken im Fahrzeug drohte.
Hubschrauber der Bundeswehr flogen zur Insel Fehmarn, um die dortige Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Dann konzentrierte sich der Einsatz auf die Insel Fehmarn. Hier lag ein Zug im Schnee fest. Soldaten versuchten mit Schaufeln und Sprengstoff mühsam ihn frei zu bekommen. Aus Bayern herbeigeschaffte Schneefräsen wurden für die Freilegung des Zuges und der Gleise eingesetzt. Unsere so auf Technik eingestellte Gesellschaft war schwer durch die Schneemassen getroffen. Man merkte deutlich, dass die Natur stärker ist als alle Technik. Im Rathaus trat der Krisenstab zusammen und war rund um die Uhr im Einsatz. Hier lief alles zusammen. Krankentransporte und vieles mehr. Im Stadtzentrum mussten die Schneemassen abgefahren werden. Ein nur an die Seite schütten war nicht mehr möglich. Ein absolutes Fahrverbot im Kreis Ostholstein wurde angeordnet. Hamsterkäufe in den Lebensmittelgeschäften gehörten zum Alltag. Der Nachschub für die Geschäfte stockte total.
Nicht nur die Menschen hatten durch so ein Wetter Sorgen, auch die Tierwelt litt sehr. Futtermangel und Kälte ließen so manches Tier umkommen. Schleswig-Holsteins Katastrophenalarm ausgerufen. Mehrere tausend Helfer waren damit beschäftigt, den Nordteil des Kreises Ostholstein wieder einigermaßen befahrbar zu machen. Bundeswehrpanzer sollten als Hilfe eingesetzt werden, blieben aber zum Teil selbst in den Schneemassen stecken. Abseits von den fieberhaften Räumarbeiten zeigte sich der Winter in seiner wahren Schönheit. Thank you.
Die Hauptverkehrsstraßen sind geräumt und die ersten Fahrzeuge verlassen Heiligenhafen in Richtung Lübeck. Der Zwangsaufenthalt in Heiligenhafen ist zu Ende.